Hey, oh. Sonny, schick uns den scheiß Standort ein, dann komm. Wir ficken jetzt alle, Digga. Schießerei, keiner ist gefallen, wir haben ein paar von denen. Gianni ist bei denen auf der Seite auf jeden Fall. Gianni? Ja, Bruder. Bruder, sag mir, dass es nicht stimmt. Was denn? Also, du bist nicht dabei, oder? Bist du verrückt oder was? Wie kommst du auf sowas? Niemals. Ich kann dir jetzt was sagen, Nikolai. Okay, sag mal. Bell wird jetzt freigelassen. Mhm. Ansonsten wird wirklich die Hütte richtig brennen. Aber richtig. Und die Leute, die vorhin alle dabei waren, das war noch nicht mal das Main-Team bei uns. Push die weg, Digga. Rechts, rechts, Fokus rechts. Wir sind tot. Wir haben sie umgeballert. Jungs, seid ihr bereit? Wollt ihr kämpfen? Alle sind ready. Alle sind ready. Was? Deine Leute greifen jetzt gerade meine Leute an und riskieren das Leben von Bay, ne? Ey, wir haben Bay. Wir haben Bay. Was? Wir haben Bay und Alia. Das sind Todesviele. Und keines, was passiert, Bruder. Kein. Alles in Ordnung. Du kannst jetzt mit Nikolai reden, wie du möchtest. Wir liegen die Leute. Nimm deine Hände hoch. Waffe runter. Oh, mach deine Waffe runter. Runterkommen. Digga, wie redest du mit mir? Ruhe! So wie ich mit dir rede. Aber dann kommst du weg und dann bleibst du gleich wirklich weg. Habt ihr die alle umgelegt? Ja, weißt du, wer die alle. Größte Ratte ist? Wer? Weißt du, wer die Größte ist? Wer? Gianni Luciano. Ich weiß! Ich bin enttäuscht von dir! Enttäuscht! Und auch wenn ich ein böser Mensch bin, scheint es wohl des Öfteren doch von mich gut auszugehen. Ich beende dieses Gespräch. Arrivederci. Boah, Alter, ich hab richtig Bock aufs Sonny, wir fahren nach oben, ne, gleich. Okay, wir klären, dass sie friedlich da rauskommt, ne? Mhm. Hast du noch ohne, Zeit? Dass hier was passiert. Ja, normal, das machen wir. Haben wir noch kurz Zeit? Nein. Deine Frau nicht, kommt auch gleich. Ist, 3 ja. Minuten? Ja, 3 Minuten haben wir. Ciao. Okay. Ja, wir wissen nicht, warum Nikolai überhaupt oben ist. Ja? Sie wird nicht doof angemacht von denen oder so. Nein. Oder vollgeschwätzt, ne? Da passt man drauf auf. Ja. Wir haben was zu tun, kurz. Sein danach Kleines. Reden wir, okay? Wo ist Kakashi jetzt? Wo ist er denn? Wir sind hinterm Anwesen, wo bist denn du? Mach mal Auto zu. Hätte der ist hier? Ja, wenn ich rufe, wir erinnern, ne? Sieht so aus, ob hier überhaupt jemand ist. Rauf oder gehen wir nicht? Jo. Einer von uns. Anwesen. Ich will mit dir quatschen. Komm mal bitte. Oh. Nee, nix Termin. Entweder jetzt oder nicht. Geht hier. Natürlich kannst du da weg. Das hört sich nicht gut an. Warte nicht lange. Das werde ich dir alles hier erzählen. Wie viel sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, du spielst mit dem Feuer. Ja, nee, ist ja auch alles gut. Wir reden ja nur erstmal. Nee, nur falsch. Ich warne dich. Ja, ich warne dich, Nico. Da rennt einer schnell weg. Du spielst mit dem Feuer, denk mal scharf nach. Natürlich spielst du mit dem Feuer. Weißt du, mit welchem Feuer? Mit dem 187 Feuer. Ja, komm. Natürlich. Jetzt denk mal scharf nach. Was hast du gemacht? Meinst du, ich bin Esel oder so? Ich hab dir meine Hand gegeben und du spuckst auf meine Hand. Ah, du spuckst nicht auf meine Hand. Pass mal auf, du schreist mich hier nicht an, okay? Natürlich rede ich so mit dir. Was denkst du, wer was denkst du, wer ich bin? Denkst du, ich bin irgendwie ein Kasper aus dem Würfelpark oder was? Pass mal auf, entweder du kommst jetzt hier hin gleich oder es rappelt. Er kommt. Oh, ist das nicht dumm, wenn ich jetzt hier mittendrin stehe, Alter? Eigentlich schon. Gegen Gebüsch rein oder so. Auto oder so. Oh, Digga, ich rauch mal da hinten eine, Digga. Das ist. Ey, tut mir mal eingefallen. Ey, welches Ding ist eingefallen? An ihr. Also. Hier auf grün, ne? Ja. Ja, mach. Oh shit, Mann, jetzt wird's ernst, Digga. Ich muss aufpassen, dass es nicht eskaliert. Wir sind beide wichtig, Alter, ja? Nikolai ist mein Bro. Kashi auch. Guten Tag. Guten Tag. So, müssen die Masken sein? Nummer sicher. Nummer sicher? Hey, Sonny. Ja? Sonny, wenn es knallt, dann geh du auf die Seite. Ja, okay. Ich werde nicht gegen Nikolai schießen. Genau, deswegen sage ich, geh du dann weg. Ja, ich werde das auch schlichten jetzt. Das wird zu keiner Schießerei kommen, keine Sorge. Es darf nicht passieren. Wegen unseres Kodex. Den Kodex, auf dem jeder hier geschworen hat. Möchtest du mir noch etwas sagen? Kakashi kann ich für dich sorgen.
Willst du mich irgendwie verarschen oder so? Das habe ich zu ihr gesagt, ja. Ich bin ein Schmarotzer oder so. Irgendwie so in der Art kam das Schmarotzer? Oder? Hab ich ihn einen Schmarotzer genannt, Alia? Das hat sie nicht gesagt, aber genau so kommen die Worte rüber. So sollten sie aber nicht rüberkommen, nein. Kannst du mir einen Gefallen tun, Hilde? Ja, auf natürlich. Die Leute, auch dafür sorgen, zu verteilen. Kannst du auch... Du willst nicht sterben, keine Angst. Zu Nikolai gehen und sagen, dass es zu keiner Schießerei kommt? Sag mal, Kakashi, wie lange kennst du mich? Ich hab Angst vor will nicht, dass dir was passiert, weißt du? Du hast keine Angst haben. Es darf nicht zu einer Schießerei kommen, Hilde, auf keinen Fall. Ich hab nichts zu niemandem Angst. Ah. Du sollst mich einfach neben Nikolai stellen. Momentan solltest du aber Angst haben. Ja, sag ihm das gleich. Was für euch? Warum? Normal. Naja, oh Mann, Alter. Willst du mir jetzt sagen, dass das wegen sowas so eskalieren muss? Nein, ich möchte es nicht zum Eskalieren bringen. Weißt du, was ich möchte? Was? Ich möchte, dass Alia frei ist. Nach dem Auftreten hier ist sie das auch. Perfekt. Das war's? Das war's. Nikolai, ich sag dir eins, wenn jemand Alia anpackt, packe ich euch an. Ich gebe dir mein Ehrenwort, das wird... Ja, die ist schon frei. Okay. Ich will Alia, weder dir wollte ich irgendwas Böses. Okay, das finde ich gut. Aber im Guten gehen wir hier nicht auseinander, weil das... Nein. Kannst du gerne machen. Punkt, aber Nikolai, ich sage dir eins. Ich möchte nicht, dass du noch einmal hinter meinem Rücken sagst. Ich habe das nicht hinter deinem Rücken gesagt. Ich sag dir das auch gerne ins Gesicht. Du holst mir Sonny seit nicht, Wochen das die Ohren voll, dass du kein Geld und nichts hast. Woher nein, du woher alles? Ich unterstütze dich gerne in allem, was du tust. Aber ihr steht plötzlich vor mir, ja, und sagt, ihr wollt heiraten. Ja, weil wir uns verguckt haben. Das könnt ihr, zusammen sein, aber übt doch erstmal zusammen zu sein. Überzeuge mich wie einen Bruder. Womit soll ich dich überzeugen, sag es mir und schrei mich nicht an. Indem du zeigst, wie du sie für sie sorgst. Deine Worte haben mir richtig wehgetan, Nikolai. Und nur wegen diesen Worten ist das hier entstanden. Weißt du, Alex, kennst du ja Alvaro? Alex wollte Alia heiraten, aber so viel Aber ich bin nicht Alex. Das musst du auch bedenken, Nikolai. Das weiß ich ja. Unsere Familien, 187, BWS, haben sich so gut verstanden in den letzten Tagen. Natürlich, ich bin gestern auch gekommen. Wir haben auch geredet. Wir haben viel geredet, Nikolai. Wir haben viel gechillt. Aber deine Wörter haben mich gerade so heftig getroffen. Ich möchte aber hier das Gespräch bitte beenden, okay? Gut. Was ist das hier? Warum was wer ist das? Wer ist das? Alles gut. Ist gar nichts gut. Wer seid ihr? Sag ich. Es ist nicht alles gut, wenn dir was geht. Doch, es ist alles gut, alles wenn ich gut, das sage. Sagen wir alles gut. Ihr fahrt jetzt nicht weg. Das war doch Alia gewesen, oder nicht? Nikolai, was soll... Ey! Der Vogel da soll nicht den Max machen, sag ich dir direkt, rein, gell? Komm rein jetzt. Ich geh in meine Yacht, komm, ich hab meine Yacht doch hier. Ach so. Ich schwör auf unser Verhältnis, das wir zueinander als Brüder haben, dass du mir jetzt die Wahrheit sagen wirst. Hast du gerade grünes Licht gegeben, dass die 187 maskiert hier vor mir steht? Lass uns mal gleich mal treffen. Ich wollte dich auch gerade anrufen, aber ich muss noch eine Sache abhaken, kurz. Danach würde ich mich mit dir treffen. Wie lange brauchst du? Ich denke 15, 20 Minuten. Alles klar. Okay, bis gleich.